Hallo und herzlich willkommen hier auf MyGoHazard TV zur, ja im Prinzip mehr oder weniger ersten Folge hier am Montag von Space Engineers. Links von mir steht der Heiko. Hallo. Und rechts von mir steht der Hoshi. Ah ja, grüßt euch. Und meine Wenigkeit natürlich noch, der Ice Dragon. Der Bio ist diesmal nicht mit dabei, der hatte keine Zeit. Aber da wir jetzt ja so viele Leute hier auf dem Kanal sind, bin ich trotzdem nicht alleine und deswegen ist trotzdem der Heiko und der Peter da. Allerdings haben beide, Heiko hat letztens jetzt ein bisschen gespielt, Peter hat auch nicht wirklich das Spiel gespielt, nur mal so kurz reingeschaut. Und also alles noch Neulinge hier quasi, ja, Newbies. Ja, wir sind ja wir können ja lernen, ne? Das geht ja ratzfatz. Genau. Wir machen heute die Woche, wahrscheinlich wird ja ein bisschen länger dauern als eine Folge definitiv, eine kleine in Anführungsstrichen Schule hier und machen einen kleinen, wie baue ich ein Atmosphärenschiff Workshop und um das zu beginnen, würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Ja. So, ihr drückt beide mal G. Dann kriegt ihr die wunderbare Werkzeuglisteneinstellung, wo alle möglichen Blocks, die verfügbar sind. Dann müsste der Peter jetzt auch gleich feststellen, dass wir den Stargate-Mod drin haben, weil da überall Stargates aufploppen. Nicht wahr, Peter? Ja, das hatte ich ja schon mitgekriegt. Genau, wir haben ja hier die Stargates mit drin. Es sind aber auf dem Planeten noch keine Stargates platziert. Die müssten wir dann selber bauen irgendwann, ja? Mhm. Ich hoffe, dass wir dann die Ressourcen, ne? Wie bitte? Da brauchen wir dann aber auch die Ressourcen für. Richtig, wir brauchen Naquada dafür und da bin ich mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert, dass überhaupt Naquada überhaupt irgendwo hier zu finden ist. Also auf der Erde weiß ich nicht, ob es auf der Erde welches gibt. Man hat es auch nur auf dem Mars oder auf dem Alien-Planeten welches gibt, keine Ahnung. Ansonsten dauert auch ewig, bis wir die Dinger bauen können. Ja, richtig. Eure Werkzeugliste, ihr könnt mal das Sturmgewehr rausnehmen und den Handbohrer rausnehmen. Man macht mit einem Rechtsklick da drauf. Also Nummer 3 und Nummer 4 unten, definitiv. Also 3. Wie packe ich die jetzt raus? Mit Rechtsklick da drauf, einfach unten. Unten auch auf die Zeichen. Unten die Werkzeugleiste, genau. Lasst ihr nur vorne das Schweißgerät und das Schleifgerät drin. Also nur 1 und 2, den Rest könnt ihr rausnehmen. Also, okay, alles raus. Ja. Nur 1 und 2 drin lassen. Das ja, passt. Das braucht ihr noch. So. Ja. Dann nehmt ihr auf jeden Fall. Was brauchen wir auf jeden Fall? So, in der. Ich sage jetzt immer zeilenmäßig und dann das entsprechende an. Ne? Mhm. In der 1, 2, 3, 4, 5. Zeile von unten. Mhm. Das ist darum einfach direkt das erste vor, das Fahrwerk. Ja. Ich hoffe, ihr habt es alle auf Deutsch umgestellt, euer Spiel. Ja. Ja. Aber wo finde ich jetzt Fahrwerk, ey? In der 5. Zeile von unten gleich das erste. Wieder bei G, ne? Also in dem Fahrwerk. G-Menü. Du bleibst in dem G-Menü, bleibst bei alle Blöcke und gehst in die 5. Zeile von unten und nimmst das erste, ja, den ersten Block. Hab's. Hast du. Wunderbar. So. Dann natürlich ganz oben den allerersten, erste Zeile, den ersten Block, leichte Panzerung einfach nur. Habt ihr? Ja. So, ich bin hier im Bildschirm und komme hier gar nicht mehr raus. Wo bist du? Ich bin wieder im Hauptmenü. Ja, von neu. Ja, also im Bildschirm Futures in Up, bla bla bla. Aber ich sehe euch ja. Drück mal Escape. Hab ich schon? Ah, bin ich wieder da. Okay. Ah. So. Kriegen wir schon hin alles. Und jetzt müssen wir, muss ich 3 rausnehmen, ne? Nee. Du solltest 3. Nur 1 und 2 drin lassen und dann als erstes das Fahrwerk auswählen. Und das Fahrwerk auswählen? Ja. Bei G. Bei G, genau. Fahrwerk, 5. Teil von unten, erster Block. 5. Teil, Fahrwerk. Oh, 5. Teil von unten. 1, 2, 3, Fahrwerk. So. Das tue ich mit der Maus an. Einfach einen Doppelklick drauf machen. Einfach einen Doppelklick, dann wird in den nächsten freien, in das nächste freie Feld unten gesetzt. Hast du ja, Fahrwerk. Warte. Ja, Fahrwerk habe ich. Gut. Dann gehst du jetzt wieder ganz nach oben. Ja. Nimmst den allerersten Block oben, leichte Panzerung.
Ja. Auch mit einem Doppelklick einfach, dann müsste die auf der 4 stehen unten. Richtig. So, gut, dann haben wir die beiden Sachen. Okay, jetzt müssen wir mal überlegen. Dann brauchen wir noch ein Jägercockpit oder ein normales Cockpit. Ihr könnt euch jetzt von mir aus das Cockpit, könnt ihr euch mal selber aussuchen, ob ihr jetzt das normale Cockpit nehmt oder das Jägercockpit. Allerdings nicht die Kontrollstation oder die Fernsteuerung oder den Passagiersitz. Also nur Cockpit oder Jägercockpit. Nur das Cockpit. Ja, eins von den beiden. Eins von den beiden. Was ist der Unterschied? Hat eine andere Form, ansonsten gibt es eigentlich keinen wirklichen Unterschied. So, habe ich. Ich auch. So, dann brauchen wir Triebwerke. Ja, warte mal, Triebwerke kommen später. Oh, okay. Ja, machen wir Batterien oder wollt ihr mit Batterien oder wollt ihr mit Reaktor arbeiten? Reaktor. Ja, am besten ist ein Reaktor, das aber. Da brauchen wir wieder Reaktor ist an sich besser in der Hinsicht, dass ihr mehr Leistung drin habt. Nachteil beim Reaktor ist, ihr braucht Uran. Ja. Also ihr braucht einen Treibstoff dafür quasi und wir brauchen Reaktorkomponenten, die wir aktuell da nicht haben. Ja. Also nehmen wir Batterien erstmal. Möchte ich bitten, dass ihr jeweils die Batterie wählt. In der vierte Zeile von oben gleich die erste. Ja. Habe ich. Nehmen wir erstmal die Batterie, nehme ich. So, dann ein in der fünften Zeile von oben, der letzte Block, das Gyroskop. Gyroskop, ja. Hab da auch. So, zwei haben wir noch Platz unten erstmal. So, ja. Dann bei der fünften Zeile von oben nehmen wir jetzt die Atmospheric Thruster. Also der zweite Block von links. Ja. Mhm. Und es gibt ja drei verschiedene Triebwerke hier, Leute, ne? Mhm. Ja, das sind die ersten drei dann. Erste, zweite, dritte in der fünften Zeile. Und dann kommen ja die beiden Räder. Genau. Also einmal gibt es ja die Hydrogenen, die Atmosphärik und die normalen Triebwerke quasi. Mhm. Komme ich später nochmal zu, was der wo besser ist. So, Triebwerke haben wir, das haben wir. Einen Container brauchen wir noch, ne? Nö, wir wollen erstmal nur ein Schiff haben, was fliegen kann. Das muss nicht unbedingt den gleichen Effekt haben, einen Sinn haben. Und dann geht mal bitte runter in die vierte Zeile von unten. Ja. Der erste Block ist ein Lüfter. Richtig. So. Und dabei belassen wir es erstmal. Dann können wir mit Escape das G-Menü schließen. Oh, mit G. So wie ich es gemacht habe. Oder mit G ist auch eine Variante, ja. So, jetzt habt ihr alle Lüfter in der Hand. Ja. Könnt ihr alle mal Taste 3 drücken fürs Fahrwerk. Oh. Und ja, ihr werdet feststellen, ihr habt jetzt das große Fahrwerk in der Hand für die großen Schiffe. Wir wollen aber kein großes Schiff, wir wollen ein kleines Schiff bauen. Peter, komm mal weiter hierher. Ich habe hier extra einen kleinen Podest gebastelt, worauf wir ein bisschen bauen können. Sag mal so, jeder hat, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich gebe mal jedem eine Breite von 3 Blöcken. Ja, weil ich alle Blöcke abgelegt habe. Warte, geht gleich los. Ihr braucht so ein Baumaterial, vorher geht sowieso nichts. So, machen wir gleich Baumaterial. Kannst schon mal zu dem Container da hingehen, alle. Könnt ihr schon mal euch hinbuxieren. So. Das heißt, der Podest ist so groß, dass jeder eine Breite von 3 Blöcken hat, ja? Von 3 großen Blöcken. So. Mhm. Warte mal bis. So, warte mal, was brauchen wir denn alles? Gucken wir mal. Ich muss mal kurz gucken. Einmal ganz kurz. So, da brauchen wir Stahl, da Stahl. Batterie, Stahl. Okay. Wir nehmen die erstmal hauptsächlich. Wie kriege ich jetzt dieses Teil? Also weg kriegst du erstmal mit der 0, dass du wieder eine Hand hast, dass du nichts in der Hand hast. Man drückt einfach die 0 genau, und das dann brauchen wir erstmal. So. Genau, so. Okay, jeder geht jetzt hier gleich ans an den Container ran, sucht sich die Stahlplatten, das ist das fünfte in der Liste, in der ersten Zeile. Und jeder nimmt sich mal 100 Stück davon raus erstmal. Wie machen wir das mal? 100 Stück, einmal Shift gedrückt halten und dann einmal draufklicken einfach auf die Stahlplatten und habt ihr 100 Stück. Einmal klicken, nicht zweimal klicken. So.
So, habt ihr jetzt beide 100 Schallplatten im Inventar? Jo. Ich mach den erstmal auf, ne? Du, genau, du, genau, so. Du musst natürlich F drücken erst vorher, um den aufzumachen, ja. Das so, ist das Problem, Stück. Ich gehe von vielen Sachen so selbstverständlich aus, das ist immer... Ja, ja. Ich habe jetzt 1310. So viel solltest du aber nicht mitnehmen. 1,3. Schieb mal alle wieder zurück. Löschen. Einfach einen Doppelklick drauf machen bei dir im Inventar auf den Stapel Stahlplatten, dann gehen die wieder zurück. Aha. Genau. Oh, oh. Jetzt hast du, wenn du den Container offen hast, ne? Ja. Hältst du Shift gedrückt und klickst nur einmal auf die Stahlplatten. So, mal 100. Genau, dann hast du 100 Stück. So. Heiko, so, das auch 100, nehme ich an? Ja. Genau, dann macht ihr zu und dann. Aber das ist so die allgemeine Interaktion. Mit F kannst du immer alles aufmachen, den Reaktor kann man aufmachen, den könnt ihr allerdings nicht aufmachen. So, jeder hat 3 Blöcke Breite, ja? Also 3x5 hat jeder. Vom Platz her. Nee, hier hinten. Also ihr beide und ich natürlich auch. 1, 2, 3. Genau, so, Heiko, wo möchtest du bauen? Ich baue hier ganz hinten. Du baust ganz außen. Okay, vielleicht baue ich in der Mitte. Ja, am besten. Und dann, Peter, dann hast du hier die 3, ja? Welche? Quasi, das fängt denn hier am Nuklearreaktor an? Bei mir hier? Wo bist du da? Ja, da. Das fängt hier am Nuklearreaktor an. Hier 1, 2, 3 Blöcke, ja? Mal 5 und dann runter. Sind die nächsten 3 für mich und die letzten 3 für Heiko. Jo. So. Blöcke drehen werdet ihr auch noch euren Spaß bei haben. ja, das... Habe ich dir ja das erste Mal gesehen, wo du mit dem Bio gespielt hast. Genau. Wie der sich aufgeregt hat. Ja, der aber das kann man mit Tee machen. Mit Tee kann man das drehen, ne? Die Blöcke. Tee unten, das ist irgendwas anderes. Ich kann dir noch nicht sagen, wofür Tee unten steht gerade. Normalerweise dreht ihr die Blöcke allgemein mit den Tasten einfügen, entfernen, Position 1 und Ende und Bild hoch, Bild runter. Das sind so die Tasten zum Blöcke drehen. Achso, ja, das sind ja genau das. Blöcke das war hier oben. Hm? Genau. Und so jeweils die 3 Achsen, über die man drehen kann. So, ja, okay. Ihr wählt dann mit Taste 3 jetzt mal euer Fahrwerk aus, was ihr im Inventar habt. Unten in der Liste. Jetzt werdet ihr feststellen, dass ihr das große Fahrwerk habt. Das wollen wir natürlich nicht. Also drückt ihr nochmal Taste 3. Kleines. Und dann habt ihr ein kleines Fahrwerk. So, das könnt ihr jetzt irgendwo innerhalb eurer 3 Blöcke, die ihr hier habt, platzieren. Ansonsten könnt ihr es auch noch gerne drehen mit euren ganzen Tasten, die ihr habt, die ich euch genannt habe. Setzt es relativ mittig, denn also wie auch immer ihr das setzen wollt, das ist jetzt euch überlassen. Ich würde es gerne einmal um 180 Grad drehen. Dann mit Entfernen oder Bild runter kannst du es drehen. Auf der Stelle drehen. Und mit dem Linksklick dann platzieren natürlich. Das ist ein großes Fahrwerk, Heiko. Oh. Oh. Dann nimmst du deine Flex und machst es wieder weg. Weg ist es. Und versuchst es nochmal. So. Jetzt kann ich mal voll den Oberlehrer raushängen lassen hier. Nee, jetzt schon. Ja, ne? Ja, macht auch Spaß. Und wie setze ich den Block dann? Mit Linksklick. Wieso ist es jetzt schon wieder groß? So. Dann drück nochmal Taste 3, dann ist es klein. Ja, habe ich jetzt. So, der Peter hat den Block vor dir, Heiko, ne? Der war schneller, ne? So, ich habe ihn jetzt auch. Dann drück ich 1 und fang an zu schweißen. Du hättest ihn vielleicht drehen können, Heiko, vorher. Um 90 Grad. Alter. Also du kannst auch so stehen lassen, ist mir egal erstmal. Also ist Wurst an sich, ne? Okay. Wie so, schweißen müsst ihr die Sachen nicht unbedingt sofort. Machen wir. Weil die Sachen brauchen mehr als nur Stahlplatten und wir haben aktuell erstmal nur Stahlplatten genommen. Das Fahrwerk könnt ihr auch noch später schweißen, das muss jetzt nicht unbedingt geschweißt werden. So, ich mach das nochmal weg. Du machst nochmal weg, alles klar. So. Jetzt ist die Frage. Eine Herstellungskomponente. Deswegen sage ich dir, du brauchst das jetzt noch nicht schweißen. Ne? Jetzt habe ich fertig. Das können wir später dann machen. Lassen wir erstmal jetzt nur mit den Stahlplatten. So, okay. Der Heiko braucht noch, um seinen Teil da zu platzieren.
So, Peter, wir wählen schon mal mit Taste 4 den normalen Block aus. Ja. Der ist ja riesig. Der bei dir hoffentlich auch klein sein müsste. Ja, habe ich. Wenn er, nicht ich klein, wenn er nicht setzen, klein ne? ist. Du kannst ihn auch einfach, wenn der euch jetzt groß ist, gerade der Block, weil es falls es gerade ein großer Block sein sollte, dann haltet es einfach mal an das kleine Fahrwerk ran. Dann wird der automatisch zum kleinen Block. Ja, ist er nicht klein. Ja, Peter, du kannst ruhig näher reingehen an dein Fahrwerk, ne? Das beißt dich nicht. Da könnt ihr jetzt, wie ihr wollt, so ein bisschen was einfach raufsetzen, theoretisch. So ein paar Blöcke. Wichtig ist, ihr könnt immer nur die Blöcke schweißen, an die ihr noch direkt rankommt. Ne? Ja. Ja. Also ihr müsst mir jetzt nicht exakt nachbauen, ne? Also nur mal so als Hinweis. Ja, es war schon klar. Nee, weil nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr müsst mir jetzt exakt hier nachbauen. Das müsst ihr allerdings nicht. Setzt ihr einfach mal so ein paar Blöcke ran da, damit ihr eine kleine Grundfläche habt für euer Cockpit, was ihr ausgewählt habt. Er muss mal eine komplette Fläche machen. Es wäre ratsam, ja. Muss aber nicht unbedingt. Aber. Also ich versuche immer das ein bisschen zu unterbauen auf jeden Fall. Wie lange mache ich das Ding jetzt? Was hast du für ein Cockpit gewählt? Jäger. Jäger-Cockpit, dann brauchst du, so wie ich habe, 5 Blöcke. 5, ne? In die Länge? In der Länge, ja. Und 3 in der Breite. So wie ich es auch gewählt habe. Habt ihr alle das Jäger-Cockpit gewählt? Ja. Ja, das ist auch das Schönere, ne? Ich bin jetzt 4. Du meinst 3 von den kleinen Blöcken oder was? Alles von den kleinen, genau. So, du hast jetzt hier, du hast 5 mal 2. Ja. Wenn du hier hinten noch eine Reihe ransetzt, weiß nicht, ich würde die Seite vielleicht nehmen, damit das Fahrwerk in der Mitte bleibt. Ja. Aber mal zu machen, wie du magst. Na? Man kann auch größer bauen, oder? Du kannst auch größer bauen, du kannst kleiner bauen. Also ihr könnt das machen, wie ihr möchtet. Ich habe allerdings meinen Podest bereits geschweißt. So. Den Podest könnt ihr dann ruhig schweißen, wenn ihr mögt. Müsst ihr aber nicht. Ich meine, das ist also an jeder Seite nochmal eins weiter. Mach wie du möchtest. Bisschen größere Fläche. Also nicht wundern, wenn ich einige Teile durchaus schon schweiße. Ja, sowas wie Fahrwerk zum Beispiel auch. Also nicht wundern, aber. So, ich sehe gerade schon, Heiko nutzt sein Jetpack. Ich muss drauf, also kriege ich die Blöcke nicht geschweißt. So. Das meinte ich damit, dass ihr. Stell dich mal einfach rauf, Heiko. Dann stell dich mal rauf, dann verbrauchst du weniger Treibstoff. Ja, habe ich halt vor. Das will ich jetzt aber. Würde ich aber gerne mal drauf kommen. Ah, zu weit. Oh, passt. Nee, drüber. Scheiße. Soll ich dir eine Hilfe geben? Ja. Guck mal hier, mach mal so. Wo ist warte, du? Warte. Na komm. So, jetzt kannst du einfach rauflaufen. Aha, okay. Ich nutze das Jetpack beim Bauen fast gar nicht. Also nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Also ich baue mir einfach mit Blöcken eine Rampe zum Beispiel und gehe einfach so oben rauf. Ja, raufspringen, Peter geht nicht bei der Höhe. Komm her, du kriegst auch eine Rampe von mir. Geh mal weg. Komm mal hier zu mir, ich mach mal hier drüben auf der Seite. So. Kannst du hochlaufen, kannst du rüberspringen. Zum Beispiel. Hier. Nein, du sollst das nicht schweißen. Du musst das nicht schweißen. So. Du kannst so hochlaufen. So.
Gut, die Folge ist aber auch schon zu Ende, Leute. Ihr glaubt das nicht, ne? Die Zeit vergeht nicht bei dem Spiel wie im Fluge immer. Und wir haben es geschafft, immerhin jeder ein Fahrwerk zu setzen und einen kleinen Podest zu schweißen. Und damit ist der Workshop Teil 1, wie setze ich ein Fahrwerk anscheinend, schon mal beendet. Und im nächsten Schritt geht es dann weiter, wie platziere ich ein Cockpit. Und, gut, wir haben Spaß zusammen, auf jeden Fall, merke ich schon. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann definitiv im Workshop Teil 2 des quasi Atmosphärenschiffs werden wir ein Cockpit platzieren und damit geht es ja nämlich morgen hier weiter und ich bedanke mich, dass ihr alle da wart und wir verabschieden uns von euch und sagen dann bis morgen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.